Willkommen in Malta. Wir sind heute mit der Aida Cara in Valletta eingelaufen. Wir haben jetzt ein paar Stunden in der Stadt. Ich schaue mich um. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Best Photographer of the ship und großartiger Musiker, Pepsi. Die Aida Cara, das erste Schiff der Aida-Flotte, absolviert ja gerade die erste Weltreise. Seit Oktober sind sie unterwegs und die letzten zwei Wochen darf ich jetzt mit unterwegs sein, und zwar von Zypern bis nach Hamburg. Wir sind in Limassol aufgestiegen und sind jetzt, wie gesagt, am ersten Ziel in Malta, in Valletta. Ein paar Infos zu Malta und zu Valletta im Besonderen, sofern ich sie mir alle gemerkt habe. Also die Gegend hier, Malta, die Inseln, ist eines der frühesten Siedlungsgebiete im Mittelmeerraum. Man hat Megalith-Tempel gefunden, die auf das Jahr 4000 vor Christi datiert wurden, also richtig lange her. Im Altertum kamen dann die Phönizier, danach die Karthager, dann die Griechen und wie immer auch die Römer. Danach war Malta oder die Inseln von Malta eine Art Feudalfürstentum. Das hat sich bis 1530 hingestreckt, wo dann Karl V. die beiden oder die drei Inseln einfach dem Johanniterorden übergeben hat, den Kreuzrittern, und die waren dann hier Herrscher. 1565 haben es die Türken versucht, die sind mit 40.000 Mann und 200 Schiffen angesegelt, um die Inseln zu erobern, hat aber nicht geklappt. Ungefähr 600 Kreuzritter, 4.000 Soldaten und Bauern haben die Inseln verteidigt und unabhängig gehalten. Danach gab es hier verschiedene lokale Herrscher, bis im Jahr 1798 Napoleon aufgetaucht ist. Der hat dann gleich einmal alle Kirchen plündern lassen, das hat ihn zu großen Freunden der Bevölkerung gemacht, also die haben ihn richtig gehasst, und zwei Jahre später, 1800, sind die Franzosen dann auch wieder abgegangen. 1811 hat es den ersten Intentionen gegeben, Malta zu einer britischen Kolonie zu machen. Das war also ein Plan, ist aber noch nicht wirklich durchgesetzt worden. Erst einige Jahre später wurde Malta tatsächlich eine britische Kolonie, und das verblieb Malta bis ins Jahr 1964, wo sie in Unabhängigkeit entlassen wurden. Bis heute ist aber Malta Teil des British Commonwealth und der EU. Valletta selbst ist die größte Stadt hier auf der größten Insel von Malta. Das sind 40.000 Einwohner in der Stadt und ca. 100.000 auf dieser Insel. Insgesamt hat Malta ungefähr 350.000 Einwohner. Ich kann nur sagen, sehr schön hier, zahlt sich aus, vorbeizukommen, sollte man sich anschauen. Das waren die Infos, die ich mir gemerkt habe. Ich hoffe, sie sind ein wenig ausreichend für euch.
zurück am Schiff bei der Aida Cara nach einem wunderbaren Tag in Valletta in Malta. Ich war ungefähr 4 Stunden unterwegs, habe sehr viel gesehen. Diese Stadt ist empfehlenswert. Sollte man sich unbedingt mal anschauen, wenn man kann. Das Schöne ist mit dem Schiff hier, wir stehen hier direkt quasi in der Stadt. Also wir mussten da über die Straße gehen und dann rauf. Das sind circa 10-15 Minuten, dann ist man in der Innenstadt. Das ist halt sehr schön, wenn man mit einem Schiff so im Hafen stehen kann. Hat Spaß gemacht, war ein wunderbarer Tag. Und jetzt geht es wieder ab aufs Schiff und es geht weiter. Wohin genau, das sage ich euch dann. Tschüss!